herzlich willkommen im Literaturforum im Brechthaus. Herzlich willkommen im Literaturforum im Brechthaus zur fünften und leider auch letzten Veranstaltung unserer Irmgard Kreun-Woche. Wer die bisherigen Veranstaltungen verpasst hat, kann die natürlich noch nachschauen auf unserer Webseite und unserem YouTube-Kanal. Also es ging natürlich um Irmgard Kreun, verschiedene Leute haben sie in Beziehung gesetzt zu der Frage nach dem neuen Frauenbild der 20er Jahre, zur Kulturgeschichte der Weimarer Republik, Medienumbrüche, Konsumkritik. Es wurden bislang fast unbekannte Stationen in Irmgard Kreuns Leben beleuchtet und es wurde auch die Beziehung von Irmgard Kreun zu Berlin thematisiert. Unter anderem gibt es das nämlich in einer schönen Buchform auch draußen zu kaufen von Michael Bienert, der vielleicht einigen von Ihnen auch aufgrund seiner Stadtspaziergänge bekannt ist. So, genau, jetzt aber zum heutigen Abend, der unter dem Titel steht, eine Hommage an Irmgard Kreun. Und wir werden viele Texte von ihr hören, das ist bislang ein bisschen zu kurz gekommen und dafür haben wir zwei ausgezeichnete Personen genau für diesen Job auf der Bühne. Zum einen Fritzi Haberland, auch Darstellerin in Babylon Berlin. Sie liest aus den Kreun-Werken der 30er Jahre und dann ist auch noch Martina Kreun gebürtig hier, die einen Brief vorlesen wird ihrer Mutter. Moderiert wird das Ganze von Ulrike Stamm, sie ist Professorin für deutsche Literatur an der PH Oberösterreich in Linz. Ja, damit habe ich eigentlich alles schon gesagt. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt hier sind, hier im Saal und auch vor den Bildschirmen. Danke für Ihr Kommen. Danke wieder mal an Elke Brüns für die Konzeption dieser Woche. Danke an Heidi Reineckel für die Koordination dieser Woche und natürlich der Arbeitsgemeinschaft Literarischer Gesellschaften und Gedenkstätten, genau die ALG, für die finanzielle Unterstützung und Förderung dieser ganzen Woche und unserem Medienpartner der TAZ. Mein Name ist Isabel Wanger und ich wünsche einen anregenden Abend. Vielen Dank. Ja, ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu diesem letzten Abend einer spannenden und reichhaltigen Woche. Zum letzten Abend, also zu Kreun, organisiert von Elke Brüns. Das Ganze nochmal ganz herzlichen Dank für diese wirklich spannende Konzeption. Wir werden heute Abend nochmal, wir haben es ja gehört, Texte von Kreun selbst hören. Also wir kehren sozusagen zurück an den Ursprung dieser ganzen fünf Abende. Und wollen nochmal vielleicht auch mit dem Wissen, was wir jetzt erworben haben in der Woche oder dem, was wir gehört haben, an Neuem kennengelernt haben, nochmal die Texte wiederhören. Wahrscheinlich die meisten kennen doch einiges von Irmgard Kreun. Und ich werde erstmal meine beiden Gäste vorstellen, unsere Gäste heute. Dann kurz was sagen zum Ablauf des Abends und dann immer mal zwischendurch kurz was sagen. Bin ich gut zu hören? Ja? Ja? Gut. Ja, genau, zu meiner Rechten sitzt Martina Kreun gebürtig, die Tochter von Irmgard Kreun. Wir sind sehr froh und gespannt auf ihre Lesung und auch vielleicht auf ihre Antworten. Sie war die ganze Woche schon da, hat also immer schon die Abende bereichert. Neben ihr sitzt Fritzi Haberland, den meisten sicherlich bekannt als Schauspielerin durch ihre Rolle auch der Elisabeth Behnke oder Behnke, wie sagt Behnke. Man richtig? Behnke, genau, in Babylon Berlin, was sie eigentlich ja auch wirklich dafür prädestiniert, Irmgard Kreun jetzt zu lesen, also die Wechselwirkung der Texte. Ganz kurz zu ihrer Person, sie hat Schauspiel studiert an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch Berlin, hatte dann verschiedenste Engagements in Hannover, am Thalia Theater in Hamburg, am Maxim Gorki Theater in Berlin, auch am Wiener Burgtheater. Ich war selbst vor 2 Jahren länger in Wien und das Burgtheater ist mir lieb geworden. Daher habe ich das auch notiert. Sie wirkt außerdem schon lange bei Filmen mit, hat dabei diverse Preise erhalten, so 2003 für ihre Rolle in Hendrik Handlögens Liegen lernen. Ja,
Herzlich willkommen, Fritzi Haberland. Genau. Ja. Genau, ganz kurz zum Ablauf. Wir hören zunächst zwei Auszüge aus Gilgi, eine von uns, aus Irmgard Coyns erstem Roman, um den es ja auch schon verschiedentlich ging an den letzten Abenden. Danach hören wir den Essay System des Männerfangs von 1932, ein Text, der in einer sehr engen Beziehung steht, auch zum kunstseidenen Mädchen, eigentlich Themen aufnimmt und schon behandelt, die da literarisch auch eine Rolle spielen. Danach hören wir drei Auszüge aus Das kunstseidene Mädchen und anschließend wird Frau Coyn-Geburtig einen Brief ihrer Mutter lesen und ganz zum Abschluss hören wir dann noch einen weiteren Text von Irmgard Coyn mit dem vielversprechenden Titel Er liebt mich nicht, ich räche mich von 1935. Schon da kann man sich denken, worum es gehen wird und auch da ist natürlich klar der Bezug zu den literarischen Werken. Genau, fangen wir gleich an mit Gilgi, eine von uns. Die erste Szene, die Fritzi Haberland liest, beginnt sozusagen mit der Einführung von Gilgi, die in der Straßenbahn sitzt, zur Arbeit fährt. Wir sehen also hier das Angestelltenleben, wir sehen die doch gedrückte Stimmung der Menschen in der Straßenbahn, etwas, was man in Berlin heute auch noch erleben kann, da spielt es in Köln. Man erfährt etwas von der allgemeinen Not der Zeit. Und der zweite Ausschnitt, den wir dann hören werden, zeigt dann Gilgis Entschlossenheit, die ja im Unterschied zu Doris aus dem kunstseidenen Mädchen einen Lebensplan hat, wo Doris auch einen hat. Aber Gilgi will sich selbst ihr Leben erarbeiten, in den Griff bekommen, sachlich bleiben, an einem Plan festhalten, eine mathematische Rechenaufgabe sozusagen aus ihrem Leben machen, die sie löst. Genau, soweit erstmal. Ja, Fritzi Haberland. Gilgi sitzt in der Straßenbahn. Eigentlich wollte sie zu Fuß gehen, hat aber keine Zeit mehr dazu. Neben ihr, vor ihr die Reihe der Angestellten. Müde Gesichter, verdrossene Gesichter. Alle sehen einander ähnlich. Gleichheit des Tageslaufs und der Empfindung hat ihnen den Serienstempel aufgedrückt. Jemand zugestiegen, sonst noch jemand ohne Fahrschein? Keiner tut gern, was er tut. Keiner isst gern, was er isst. Kleine Blasse mit den hübschen Beinen, lägst du jetzt nicht lieber im Bett und schliefst dich aus? Braunes Mädchen mit den Wandervogelschuhen, scheint ein schöner Tag heute zu werden. Würdest du nicht lieber im Stadtwald spazieren laufen und die zahmen Rehe mit den Kastanien füttern, die du im Herbst gesammelt hast? Sonst noch jemand ohne Fahrschein? Sonst noch jemand ohne Fahrschein? Sie fahren ins Geschäft. Tag für Tag ins Geschäft. Ein Tag gleich dem anderen. Klingelingeling, man steigt aus, man steigt ein. Man fährt, fährt und fährt. 8-Stunden-Tag, Schreibmaschine, Stenogrammblock, Gehaltskürzung, Ultimo. Immer dasselbe. Immer dasselbe. Gestern, heute, morgen und in 10 Jahren. Ihr Jungen, ihr unter 30, habt ihr auch nur dieses hoffnungsarme Frühmorgengesicht? Morgen ist Sonntag. Werden da nicht am Nachmittag kleine Wunschbilder in euren Augen brennen? Nicht wahr, junger Mann, man kauft sich nicht so eine schöne, strahlend gelbe Krawatte, wenn man nicht heimlich glaubt, eines Tages Chef mit Privatauto und ausländischem Bankguthaben zu sein. Braves Fräulein aus guter Familie, nicht wahr? Sie würden die bunte Halskette nicht umbinden, wenn Sie nicht wünschten, dass einer kommt, der findet, dass sie Ihnen hübsch steht. Kleiner Rotkopf, hättest du die 20 Mark für die Dauerwellen ausgegeben, wenn du nicht von Schönheitskonkurrenz und Filmengagement träumtest? Auch Greta Garbo ist einmal Verkäuferin gewesen. Fahrt ins Geschäft, Tag für Tag. Wird etwas kommen, was das Gleichmaß der Tage unterbricht? Was? Der Douglas Fairbanks? Der Lotteriegewinn, das Filmengagement, die märchenhafte Beförderung, der Sterntalerregen vom Himmel? Wird das kommen? Nein. Keine Aussicht auf Wechsel und Unterbrechung? Doch. Welche? Krankheit, Abbau, Erwerbslosigkeit. Aber man fährt ja noch. Ja, man fährt. Wie gut. Gilgi sieht aus dem Fenster.
die Trostlosen da im Wagen. Nein, sie hat nichts mit ihnen gemein. Sie gehört nicht zu ihnen, will nicht zu ihnen gehören. Sie sind grau und müde und stumpf. Und wenn sie nicht stumpf sind, warten sie auf ein Wunder. Gilgi ist nicht stumpf und glaubt an kein Wunder. Sie glaubt nur an das, was sie schafft und erwirbt. Sie ist nicht zufrieden, aber sie ist froh. Sie verdient Geld. Ihr da im Wagen, freut ihr euch denn nicht? Wir sind so müde. Aber ihr verdient doch Geld. Es ist so wenig. Ihr könnt aus dem Wenigen mehr schaffen. Das ist so schwer. Darum ist es schön. Es ist nicht schön. Die Zeiten sind schlecht. Keiner isst gern, was er isst. Keiner tut gern, was er tut. Ist denn keiner von euch jung wie ich? Freut sich keiner wie ich? Doch. Ein, zwei, drei Gesichter. Junge, straffe Züge, harte, kleine Stirnfalten, unternehmungsbereites Kinn, wache Augen. Gilgi umschließt mit der Hand die äußere Kante ihres Koffers. Hart und fest. Die knappe, kleine Bewegung ist ein Händedruck. Also doch. Nicht ich, sondern wir. Wir. Sie hebt den Kopf und hat frohe Augen. Du, du, du und ich, wir werden es schaffen. Tick, 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 rrr. Bezug nehmend auf ihr Schreiben vom 18. des Tick, 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 rrr. Einliegend überreichen wir Ihnen Tick, tick, tick. Im Anschluss an unser gestriges Telefongespräch teilen wir Ihnen mit. Die Stenotypistin Gilgi schreibt den 9. Brief für die Firma Reuter und Weber. Strumpfwaren und Trikotagen en gros. Sie schreibt schnell, sauber und fehlerfrei. Ihre braunen kleinen Hände mit den braven, kurznäglich getippten Zeigefingern gehören zu der Maschine und die Maschine gehört zu ihnen. Tick, 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 rrr. Die Stenotypistin Gilgi geht zum Chef und legt ihm die Briefe zur Unterschrift vor. Warten Sie, sagt Herr Reuter, liest jeden Brief, um dann mit etwas verlogener Energie seinen Namen unter das Getippte hochachtungsvoll zu hauen. Gilgi wartet. Die bleiche Wintersonne malt Kringel auf den gelben Rollschrank, den rauhaarigen Korkteppich und auf Herrn Reuters eiförmigen Plüschkopf. Setzen Sie sich, sagt Herr Reuter. Gilgi geht an dem guten, ledernen Kundensessel vorbei, nimmt ein paar Hefte und Blätter von dem einfachen Rohrstuhl und setzt sich. Neugierlos sieht sie vor sich hin und hat ihr ruhiges, abgeschlossenes Berufsgesicht. Machen Sie immer so ein böses Gesicht? Fragt Herr Reuter. So fängt es an. Ich mache gar kein böses Gesicht. Gilgi ist ein erfahrenes Mädchen. Sie kennt Männer und die jeweiligen Wünsche und Nichtwünsche, die sich hinter dem Ton ihrer Stimme, ihren Blicken und Bewegungen verbergen. Wenn ein Mann und Chef wie Herr Reuter mit unsicherer Stimme spricht, ist er verliebt. Und wenn er verliebt ist, will er was. Früher oder später. Bekommt er nicht, was er will, ist er erstaunt, gekränkt und ärgerlich. Seit einiger Zeit schon ist dicke Luft zwischen ihr und Herrn Reuter. Jetzt ist die Sache reif. Kollegin Müller hat erzählt, dass Frau Reuter verreist ist. Das beschleunigt den Gang der Handlung. Gilgi überlegt. Sie hat keine Lust, mit Herrn Reuter ein Verhältnis anzufangen. Und sie hat keine Lust, sich ihre Stellung bei ihm zu vermurksen, sie eventuell zu verlieren. Er ist ein guter Chef. Er bezahlt Überstunden, nutzt seine Angestellten nicht aus, ist freundlich und angenehm. Gilgi hat schlechtere Chefs gehabt. Sie antwortet Herrn Reuter höflich auf seine Fragen und beschließt, begriffsstutzig zu bleiben, solange es eben geht. Ob sie heute mit ihm zu Mittag essen könne? Ah, sie hätte leider so wenig Zeit. Herr Reuter bittet und Gilgi verspricht, ihn nach Geschäftsschluss um 2 Uhr im Schwerthof zu treffen. Allzu starker Widerstand würde sie vielleicht weniger harmlos erscheinen lassen, als sie möchte. Ein paar Stunden später sitzt Gilgi mit Herrn Reuter im Schwerthof. Sie sind beim Kaffee. Herr Reuter raucht die erste Zigarette. Er zeigt Gilgi Bilder von seiner Frau und seinem Kind, nach Art von Ehemännern, die unter leichten Gewissensbissen bereit zur Untreue sind. Eine entzückende Frau, lobt Gilgi. Herr Reuter raucht die zweite Zigarette. Die Bilder von Frau und Kind sind in die Brieftasche zurückgewandert. Er redet viel. Gilgi sagt hin und wieder Ja und Nein.
Herr Reuter raucht die dritte Zigarette und erwähnt beiläufig, dass er sich mit seiner Frau nicht so fabelhaft unterhalten könne wie mit ihr. Ah, macht Gilgi. Ja, sagt Herr Reuter und streicht ein paar Mal über ihren Handrücken. Wie jung sie sind. Ha, ich könnte ihr Vater sein, Kindchen. Er erwartet heftigen Protest. Gilgi lächelt nur unschuldsvoll und Herr Reuter legt sich das Lächeln zu seinen Gunsten aus. Er raucht die vierte Zigarette. Plötzlich überkommt ihn das Bedürfnis, sich unglücklich zu fühlen. Seine Ehe ist ganz und gar nicht gut. Sein Leben ist verpfuscht. Man ist ein alter Trottel, festgefahren in einem Krämerberuf. Er arbeitet mit Bitterkeit, Selbstironie und leichtem Pathos. Bei »Man müsste mal raus aus allem« wirft er sich in die Brust, dass die Schulternähte krachen, und bestellt anschließend zwei Liköre. Gilgi lehnt es ab, bereits mittags Alkohol zu trinken. Herr Reuter raucht die fünfte Zigarette. Seine Hand verirrt sich auf Gilgis Knie und wird von Gilgi sanft entfernt. »Ich fühle mich so allein. Könntest du mir nicht ein wenig gut sein, Kind?« »Sie könnte ihn ganz gut leiden«, sagt Gilgi und betrachtet ihn mit jenem nachsichtigen Mitleid, das Frauen für Männer empfinden, deren Aufmerksamkeit ihnen gleichzeitig lästig und schmeichelhaft ist. Herr Reuter will die sechste Zigarette anzünden, als Gilgi erklärt, gehen zu müssen. Nein, sie kann nicht mehr bleiben, keine Minute mehr. Um vier hat sie englischen Unterricht. Sie sind ein strebsames Mädchen, findet Herr Reuter enttäuscht und anerkennend. Ja, sie wird morgen im Domhotel mit ihm zu Abend essen. Gilgi ist freundlich, nett und entgegenkommend. Sie hat ihren Plan fertig. Der Kellner kommt und Gilgi besteht darauf, ihr Mittagessen selbst zu bezahlen. Sie setzt ihren Willen durch, verabschiedet sich von Herrn Reuter und hinterlässt in ihm das angenehme Gefühl, um seiner selbst willen geliebt zu werden. Nach Büroschluss geht Gilgi zu Olga. Gottes Willen, Olga, bist du krank? Olga liegt im Bett, hat ein nasses Taschentuch auf der Stirn und macht melancholische Augen. Ich bin nicht krank, war nur auf einem Maskenball, jetzt ist mir übel. Gilgi hebt ein paar Kleidungsstücke vom Fußboden auf und setzt sich zu Olga auf den Bettrand. Zu viel getrunken? Bin mein Leben lang nicht so nüchtern gewesen, klagt Olga. Was sagst du, warum ich gegangen bin? Gott, ich lebe hier wie ein Trappistenmönch plus Benediktinernonne. Dachte ich, amüsierst dich mal ein bisschen. Muss natürlich fortgeschrittene Arterienverkalkung haben, dass ich dazu ausgerechnet auf den Maskenball gehe. Wild gewordene Kleinbürger, überall knutschende Pärchen. Mindestens ein Jahr lang kann ich keine knutschenden Pärchen mehr sehen. Gestank nach Schweiß und kalter Zigarrenasche, ekelhaft. Och, ich glaube, mein Haar stinkt jetzt noch nach Rauch. Bitte, gib mal die Flasche Lavendelwasser vom Tisch rüber. Was? Liegt auf dem Boden? Kaputt? Nicht? Na, dann kann sie ja ruhig da gelegen haben. Ach, mir ist das ganze Leben ja so zuwider. Olga trieft sekundenlang vor Weltschmerz. Nur sekundenlang. Dann reckt sie die Arme, setzt sich mit einem Schwung auf. Die Kompresse rutscht ab, feuchte, blonde Löckchen kleben auf Olgas Stirn. Sie zieht eine Fotografie unterm Kopfkissen vor, hält sie Gilgi entgegen. Ein gut geschnittenes Männergesicht. Sieh ihn dir an, Gilgi. Kannst du dir vorstellen, dass ich ein halbes Jahr mit ihm verheiratet war? Nein, das kann Gilgi nicht. Sie macht eine ungeduldige Bewegung. Sie kennt die Geschichte von Olgas Ehe. Und das Bild von Franzi ist ihr schon 100-mal vor die Nase gehalten worden. Ach, der Franzi. Olga knautscht an dem Bild rum. Ich hab ihn wirklich lieb, auch heute noch. Aber nur, wenn ich nicht bei ihm bin. Mit ihm zusammen war's furchtbar. Eifersüchtig war er wie ein Drei-Groschen-Othello. So ein gescheiter Mann. Aber mach was. Da, wo die Männlichkeit anfängt, hört die Gescheitheit auf. Ganz rammdösig bin ich geworden. Immer krach, krach, krach. Um nichts. Von oben nach unten sollte ich nicht gucken, von unten nach oben nicht und von der Seite mal gar nicht. Na, irgendwie muss doch ein Mensch gucken dürfen. Ich bekam schon die ersten Kummerfalten. Alle Humorreserven waren aufgebraucht. Alle. Gilgi reißt Olga das Franzi-Bild fort, stopft's in die Nachttischschublade. Sie kennt die Geschichte. Recht hast du, ich bin ein altes Waschweib.
Mit beiden Beinen springt Olga aus dem Bett, fingert am Lautsprecher herum. Gleich 6 Stationen auf einmal, 3 ausländische, 3 deutsche Sender. Bist du verrückt geworden, Olga? Gar nicht, ist gerade richtig so. Radio Roma, Napoli, herrlich. Die ganze Welt ist bei mir im Zimmer. Budapest, London, Amsterdam, München. Wollen gleich mal sehen, ob wir noch ein paar Stationen dazu kriegen. Gilgi wehrt energisch ab. Ach, fantasiearmes Geschöpf, schimpft Olga, angelt in den Tiefen ihres Schrankes, taucht mit einem paar hellen Wildlederschuhen wieder auf. Überwältigend gut gelaunt scheinst du auch nicht zu sein, Gilgichen. Was? Verwandte logieren bei euch? Schrecklich. Leute, die bei Verwandten logieren, verdienen's nicht besser. Gilgi hebt ein paar Strümpfe vom Teppich auf. Olga kämmt sich vorm Spiegel die kurzen blonden Locken. Ach, Gilgi, ich freue mich auf den Sommer. Nach Mallorca werde ich fahren. Du, da kann man fabelhaft billig leben. Sonne und Luft und blauer Himmel hat man alles umsonst. Und die Leute reden eine Sprache, die ich nicht verstehe. Kannst du dir vorstellen, Gilgi, wie zauberhaft es ist, nur eine Melodie von Worten zu hören und den ganzen Quatsch, der dahinter steckt, nicht zu verstehen? Gilgi hat Olgas Strümpfe über die Hand gestreift und betrachtet vorwurfsvoll, wie ihre Finger durch die Fußspitze wieder ins Freie gelangen. Hast du Stopfgarn da? Nein. Du, Gilgi, wenn ich genug Geld krieg, lade ich dich ein, mitzukommen. Gilgi, nichts tun, in der Sonne liegen. Ach, du ahnst gar nicht, wie schön das Leben sein kann. Olga, wenn du Geld kriegst, musst du's sparen. Denkst du denn nie an die Zukunft? Doch. Olga hockt sich zu Gilgi aufs Bett und zieht ihr den durchlöcherten Strumpf von der Hand. Gib her, ich muss die Strümpfe jetzt anziehen. Ob ich an meine Zukunft denke? Guck mal in die Nachttischschublade, da muss noch ein Los von der Dombaulotterie liegen. Also, wirst du mitkommen, Gilgi? Das kann ich nicht, Olga. Gilgi hat die Hände über den Knien gefaltet. Siehst du, Olga, ich kann so wenig geben und da darf ich auch nichts nehmen. Und Zeit hätte ich auch nicht, ich muss arbeiten. Olga streicht Gilgi großmütterlich übers Haar. Wenn du mir nur sagen wolltest, du nüchterne kleine Krämerseele, was du erstrebst, was willst du, was hast du für Wünsche, was für eine Sehnsucht? Gilgi macht ein Gesicht, als ob sie Essig getrunken hätte. Sehnsucht, ein Wort, das sie nicht verdauen kann. Ich will arbeiten, will weiter, will selbstständig und unabhängig sein. Ich muss das alles Schritt für Schritt erreichen. Jetzt lerne ich meine Sprachen. Ich spare Geld, vielleicht werde ich in ein paar Jahren eine eigene Wohnung haben und vielleicht bringe ich es mal zu einem eigenen Geschäft. Du armes Arbeitstierchen, und dafür verschuftest du deine schönsten Jugendjahre. Mitleidig will Olga noch einmal über Gilgis Haar streichen, aber ihre Hand fährt ins Leere. Ärgerlich hat Gilgi den Kopf zurückgeworfen. Du brauchst mich nicht zu bedauern, Olga. Ich finde mein Leben herrlich. Es macht mir Freude, was zu schaffen. Wenn mir heute einer 1 Million schenkte, ich würde sie nehmen, hätte aber gar nicht so furchtbar viel Spaß dran. Es macht mir Freude, aus eigener Kraft weiterzukommen. Gilgi springt auf, läuft im Zimmer hin und her, sucht nach Worten. Sie will Olga beweisen, dass sie glücklich ist und Grund dazu hat. Ich habe keine Talente, Olga. Ich kann keine Bilder malen und keine Bücher schreiben. Ich bin allgemeiner Durchschnitt und bring's nicht fertig, deswegen zu verzweifeln. Aber was ich aus mir machen kann, will ich machen. Ich werde immer arbeiten und immer was Neues lernen. Und gesund und hübsch will ich bleiben, solange es eben geht. Im Sommer werde ich wieder im Brustschwimmen trainieren. Olga, lach doch nicht so blödsinnig. Du musst doch verstehen, dass ich mich freue, wenn alles so ordentlich und geregelt in meinem Leben ist. Und wenn ich erst von Haus fort bin, dann bin ich ganz froh. Dann gibt's auf der ganzen Welt keinen Menschen mehr, dem ich was vortäuschen und vorlügen muss. Und Olga, ja, wie soll ich es dir erklären, dass meine Ansprüche nie höher sind als die Möglichkeit, sie zu erreichen. Das macht mich frei und doch ein armes Leben, sagt Olga und schüttelt den Kopf. Olga. Es ist doch schön, sein Leben wie eine sauber gelöste Rechenaufgabe vor sich zu haben.
Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Das war schon unheimlich aufschlussreich, auch finde ich gerade in der Art, wie Sie Ambivalenzen sozusagen auch rausbringen beim Lesen, die ich selber beim Lesen vielleicht gar nicht so klar hören würde, weil ich es ja nur für mich lese. Es passt einfach ganz toll zum nächsten Text, System des Männerfangs, weil wir da eigentlich ja schon die Auseinandersetzung hatten zwischen verschiedenen Lebensentwürfen und gleichzeitig verschiedenen Typen und wie die zusammenhängen. Und das ist ja zum Teil, finde ich, das wirklich Faszinierende an Coin, dass sie dieses Mathematische auch durchzieht, schon in den Zigaretten, die der Chef da raucht. Ja? Also sozusagen Verschärfung passiert mit jeder Zigarette, in den doch soziologisch sehr genau herausgestellten Typen, werden wir jetzt auch gleich beim Männerfang hören, wo genau für jeden Beruf gesagt wird, wie, welche Strategie da angemessen ist, also wo wir einen psychologisch-soziologisch sehr scharfsichtige Blick haben auf das Geschlechterverhältnis. Das hatten wir hier ja auch schon. Genau, also System des Männerfangs, ein Text von 1932. System des Männerfangs. Erstens, allgemeine Regeln. Der Eitelkeit des Mannes Futter geben. Sein Selbstgefühl stärken, ihn stolz sein lassen auf sich. Ihn verstehen, wenn er verstanden sein will und im richtigen Moment stoppen mit dem Verstehen. Ein Mann wünscht nicht, bis in die letzten abgründigen Tiefen seines einmaligen Innenlebens begriffen zu werden von einer Frau. Er könnte sonst merken, dass es nicht so unerhört einmalig ist. Und das würde er sehr übel nehmen. Also ihm immer noch den letzten sanft melancholischen Seufzer des Unverstandenseins lassen, erschüttert von der eigenen Machtlosigkeit dasitzen. Er wird sie verzeihen und einem über die eigene Unvollkommenheit liebreich hinweghelfen. Jeder Mann legt Wert darauf, ein im Grunde einsamer Mensch zu sein. Man respektiere das. Ihn sentimental sein lassen. Männer brauchen das und können es nur bei einer Frau sein. Zynische Männer sind am sentimentalsten. Zynismus als Stacheldraht um ein zu weiches Herz. Man muss ihn taktvoll ahnen lassen, dass man, trotz verhüllender Geistesschärfe, von dem kostbaren, weichen Herzen Kenntnis genommen hat. Unbedingt und immer über dasselbe mit ihm lachen. Sonst ist's Essig mit der erstrebten Gemeinsamkeit. Sich politisch aufklären lassen. Sehr dumm sein, aber sehr intelligent fragen. Zu seinen jeweiligen Freunden und Bekannten entzückend sein. Lob von anderen macht die eigenen Aktien um 100% steigen. Möglichst zu dreien oder vieren ausgehen, zusammensitzen, lieb und nett sein und im richtigen Moment sehr graziös zur Telefonzelle entschweben, um den Bekannten Gelegenheit zu ein paar anerkennenden Worten zu geben. Sich mit einem Nimbus von Verehrern, die einem aber sehr gleichgültig sind, umgeben. Man ist nicht so, man macht sich nichts draus. Man legt ihm die Skalpe der Eroberten zu Füßen. Er wird stolz sein. Auf sich, auf die Frau, auf sich und überhaupt. Ihm immer Gelegenheit zum triumphierenden Rivalentum geben. Und nicht sein, sondern reflektieren. Spiegelbild seines jeweiligen Wunsches. Ihm zuhören. Und dann? Zweitens. Den Mann behandeln als Mann seines Berufes. Vor allem Interesse für seinen Beruf. Groß A, künstlerische Berufe, klein A, Schauspieler. Ein Schauspieler lieben ist fast pervers. Man kommt nicht auf seine Kosten. Das heißt, die spezifische Eitelkeit der Frau kommt nicht auf ihre Kosten. Ein Schauspieler muss von einer Frau geliebt werden, wie ein Mann eine schöne Frau liebt. Sein Beruf ist feminin. Ein Schauspieler ist oft größenwahnsinnig aus Unsicherheit. Wie eine schöne Frau. Beide Erfolge sind zeitgebunden und gehen vorüber. Man muss in seiner Gegenwart Werner Krauss ablehnen. Er wird widersprechen, trotzdem ablehnen. Bassermann ablehnen. Ernst Deutsch ungemein ablehnen. Moissi ablehnen, wenn es nicht zufällig Moissi selber ist. Alle ablehnen. Kollegen neidisch finden. Kritiker lachhaft und unmöglich. Ihm bedingungslos glauben, dass er nie Kritiken liest. Ihm Rollen abhören und bei tragischen Ausbrüchen weinen. Und ihn bewundern. Und wenn möglich gut kochen können.
den Intendanten, Direktor in jedem Fall gemein finden. Schauspieler kokettieren gern mit Bürgerlichkeit, wenn sie Bohemians sind. Man lasse sie. Sind sie bürgerlich, wünschen sie, der Bohème verfallen zu sein. Man lasse sie. Man lasse sie am besten überhaupt. B. Maler. Man sei sein Modell. Ganz gleich, ob schön, ob hässlich, man bringe ihm bei, dass ein Künstler seines Ranges mit jedem menschlichen Lebewesen etwas anzufangen weiß. Ja, dass es durch ihn erst Existenzberechtigung bekommt. Nach der Sitzung ist man ermattet und der Maler angeregt, der wahrhaft günstige Zustand. Unter keinen Umständen jemals Eroberungswillen zeigen, sonst weckt man die Opposition des Mannes. Gehört eigentlich unter allgemeine Regeln. C. Musiker. Man täusche kein Gehör vor, wenn man keins hat. Er kommt dahinter. Unmusikalische Frauen suchen sich besser andere Objekte als gerade Musiker. Man kann sich von Schriftstellern oder Malern belehren lassen. Gehör lässt sich nicht beibringen. Sonst, bei gemeinsamen Konzertbesuchen lehne man ab, was er ablehnt, finde schön, was er schön findet. Und um nichts falsch zu machen, lehne man den Kopf zurück und schließe die Augen. Was, je nachdem, äußerstes Gelangweiltsein oder höchstes Entzücken ausdrücken kann. D. Schriftsteller. Man lasse sich vorlesen. Man schlafe nicht ein. Man sei zu erschüttert, um zu sprechen. Denn es gibt keine Worte, die genügen. Man kritisiere mit einer Ehrfurcht, als wenn man den Faust verbesserte. Man finde alles sehr neu und einmalig. Man biete sich an, ihm das Manuskript abzuschreiben. Man sei immer wieder dankbar und erschüttert von den herrlichen Gedanken und Worten. Bei jeder neuen Schreibmaschinenseite glaubt man an eine Auflage mehr. Man hat unbedingt die Chance, nach Beendigung des Manuskriptes zur Muse aufzusteigen. E. Verleger. Man schreibe, wenn möglich, erfolgreiche Bücher. Die Sympathie eines Verlegers wächst mit der steigenden Auflage. Und je weniger Vorschuss man braucht, umso angenehmer macht man sich. F. Redakteure. Wenn sie selber schreiben, sind sie zu behandeln wie Schriftsteller. Man bemitleide sie, dass sie nicht so können, wie sie wollen. Kein Redakteur kann, wie er will. Man bringe ihnen die Beiträge möglichst kurz vor Redaktionsschluss, um die Gelegenheit des gemeinsamen Fortgehens zu schaffen. Groß B, bürgerliche Berufe. Klein A, Ärzte. Ein wesentlicher Vorteil, gut gewachsen zu sein. Ansonsten, Ärzte sind Kummer gewohnt. Man sei möglichst nicht seine Patientin. In dieser Beziehung hat ein Arzt seine Grundsätze, warum es sich und ihm unnütz erschweren. Ferner, Sauerbruch ablehnen. Bier ablehnen, Freud ironisieren, bei Psychoanalytikern Alfred Adler beschimpfen. Koch, Semmelweis, Billroth anerkennen, weil die ja tot sind. Sich ja nicht mit medizinischen Fachausdrücken lächerlich machen, ihn aber bedauern, dass er auf eine praktische Ausübung seines Berufes angewiesen ist, wo er doch von Kopf bis Fuß für rein wissenschaftliche Arbeit prädestiniert ist. B. Rechtsanwälte. Sind als verhinderte Literaten zu behandeln. Man lasse sich ihre Dramen und Romane vorlesen. Strafanwälte beglückwünsche man ununterbrochen zu ihren herrlichen Plädoyers. Zivilanwälte beglückwünsche man zu ihrer meist verheimlichten, aber ganz gewiss vorhandenen schriftstellerischen Produktion. C. Ingenieure. Man lasse sich jeden Mechanismus, vom Fahrrad angefangen, genau erklären. Es wird sehr nett, wenn man hilf- und fassungslos staunend vor seinen komplizierten Berechnungen steht. Frauliche Unwissenheit wirkt bei einem Ingenieur stets kleidsam. Jedoch empfiehlt sich die Vertrautheit mit dem Auto. D. Kaufleute. Kaufleute wollten eigentlich was anderes werden. Kaufleute sind zuweilen gern lyrisch und haben ihren Beruf verfehlt, was nicht hindert, dass sie an ihrem Beruf hängen wie die Kletten. Man bewundere ihr Auto und bemerke nicht, wenn es geliehen ist. Man habe einen ehemaligen General als Vater oder einen, der sein Millionenvermögen in der Inflation verloren hat. Man möchte gern seine Mutter kennenlernen und ist überhaupt nicht modern. Man wählt Deutsche Volkspartei. Sicher ist sicher, Kaufleute sind meistens konservativ. Man kann unbesorgt seine Angestellte sein. Er hat nicht die Hemmung eines Arztes bei seiner Patientin.
Allein mit ihm zusammen Überstunden machen, bietet sogar äußerst günstige Chancen. E-Beamte. Beamte haben vielfach Grundsätze und eine etwas festgefrorene Moral. Man richte sich nicht danach. Im Gegenteil, Beamte sind im Allgemeinen keine schwierigen Fälle. Man lebe sich nicht etwa in ihren Beruf und ihre Anschauung hinein. Man sei der augenfälligste Kontrast ihres Durchschnittsdaseins. Man tue alles, was sie ablehnen. Es zieht. Beamte sind sinnliche Naturen und auch poetisch, aber doch noch mehr sinnlich. Mit dem Lippenstift in der Hand ist man noch kein Vamp, aber mit blau geschminkten Augenlidern, bisschen mondäner Aufmachung, gut sitzenden Tramastrümpfen und leicht gewagten Gesten kann man sich auch heute noch einem Beamten gegenüber den Hauch anziehender Verderbtheit geben. Man sei in dem Stadium, wo man soeben gerade noch gerettet werden kann. Beamte retten sehr gern. Drittens. Dieses Rezept ist unvollkommen und versagt vollständig, wenn die letzte individuelle Behandlung fehlt. Es gibt nur eine Regel, die unter allen Umständen zu befolgen ist. Selbst nicht verliebt sein. Denn dann macht man sicher alles falsch. Ja, wunderbar. Ganz herzlichen Dank für diese lebendige Lesung. Gleichzeitig, glaube ich, gilt der Beifall doch auch Irmgard Keun, weil der Text einfach so hellsichtig ist, so scharfsichtig, so ironisch, satirisch, ohne wirklich boshaft zu werden, aber eben doch entlarvend und erstaunlich aktuell auch. Bei aller historischen Entfernung von 90 Jahren. Genau, 90 Jahren. Frau Haberland, jetzt wollte ich Sie mal fragen, wie sind denn Ihre Leseerfahrungen mit Irmgard Keun? Sie kannten das Werk natürlich schon, bevor Sie hier eingeladen waren. Ja. Was würden Sie so uns berichten wollen? Also ich habe ja Irmgard Keun schon relativ früh auch in meiner künstlerischen Laufbahn kennengelernt, weil ich das Hörbuch einsprechen durfte. Das war, glaube ich, schon 2000. Ja, ne? Ja. Okay. Da habe ich das eingesprochen und da war ich gleich schockverliebt, also in diese Sprache, in diesen Reichtum der Wörter und dieser Welt, die sie beschreibt. Und seitdem hat mich gerade eben das Kunst seine Mädchen nie mehr verlassen. Und ich versuche es wirklich, solange es irgend geht, zu lesen, zu spielen und diesen Text auch irgendwie zu verbreiten und am Leben zu erhalten, weil ich das auch ein bisschen eine Wiedergutmachung so empfinde an Irmgard Keun, die das, der das Schicksal ja so schlimm und schlecht mitgespielt hat. Und ich möchte gern dieses Talent, was da aus jeder Pore uns anspringt, das möchte ich gerne dann weitergeben. Ja, genau. Und jetzt sind Sie ja in Babylon Berlin auch ganz nah dran, sozusagen an der Zeit, an der auch der von Keun geschilderten Welt der 20er, späten 20er Jahre in Berlin. Hat das irgendwie die Art beeinflusst, wie Sie die Rolle spielen? Sie wissen ja auch ein bisschen was von der Entwicklung der Serie. Fließt das da, ist das da jemals mit eingeflossen oder ist das sozusagen ein Bezug, den wir jetzt erst herstellen? Nein, also ich glaube, ich beschäftige mich schon wirklich schon immer mit den 20er, 30er Jahren. Also ich behaupte immer, dass ich so eine alte Seele bin und dass ich es erlebt habe. Und deswegen schöpfe ich einfach aus meinen Erfahrungen der damaligen Zeit. Und ich bin aber sehr glücklich, dass ich bei dieser Serie, bei dieser opulenten Serie mitspielen darf. Natürlich war mein Augenmerk lag bei Charlotte Ritter, das hätte ich natürlich noch lieber gespielt, aber irgendwie kam es nicht mehr dazu, dass ich spielen durfte. Aber weil die erinnert mich wirklich sehr stark an die Figuren von Irmgard Keun, also noch mehr als jetzt meine Frau Behnke, aber trotzdem ist es ja auch eine tolle Figur, die ich da spiele aus dieser Zeit, auch eine sehr typische Figur, diese Frauen, die sich selbstständig auch machen mussten, aber eben auch waren und ihr Schicksal in die eigene Hand genommen haben und das ist eben auch eine tolle Erzählung, finde ich, dass es diese Frauen so gab und dass auch das irgendwie durch Krieg und Nazis und alles so weit zurückgeworfen wurde. Ja.
Wir haben ja auch gerade draußen drüber geredet. Ich habe es gerade noch mal in der wirklich wunderbaren, ja schon mehrfach angesprochenen Ausgabe der Werke von Irmgard Keun gelesen, dass Irmgard Keun Strindberg sehr geschätzt hat. Also dass das einer ihrer Lieblingsautoren war, was erstmal erstaunlich scheint, wenn wir diese doch sehr lockere Erzählton hören, dieses fröhliche doch der jungen Frauen, dieses lebenslustige zumindest, diesen Anspruch aufs Lebenslust, was aber ja dann doch nochmal sozusagen einen anderen Ton reinbringt, dass man sagt, ja, da ist doch sehr viel Düsterkeit auch, also im Kunstzeitenden Mädchen ja sowieso, dass doch sehr düster endet, zwar mit einem offenen Ende, aber absehbar ist, dass es so toll nicht mehr werden wird, was Doris erwartet. Also und auch das Geschlechterverhältnis, was dann ansteht, ist eines, was dann von Vernunft regiert werden soll, falls dieser Karl wirklich auftaucht. Dann wäre das ja ein sehr sachliches, sehr vernunftreguliertes Geschlechterverhältnis, wo von Liebe und Begehren in dem Sinne keine Rede mehr ist. Fließt, sehen Sie sowas auch in der Serie Babylon Berlin, dass da doch so ein sehr düsterer Grundton auch immer stärker vielleicht durchkommt? Also ich denke, das ist auch etwas, das mit der Zeit zu tun hat. Wir sehen ja immer gerne so dieses Glänzende dieser Zeit und das war ja auch so das Wilde, das Lebendige, aber die Düsternis und die Schwärze war eben auch immer da und ich hoffe, dass wir das in der Serie eben auch erzählen, dass es beides war. Hell und dunkel, Licht und Schatten und ich finde das eben auch bei Irmgard Keun so toll, dass so heiter und quirlig diese Figuren, diese Frauenfiguren da auch reden. Ich finde, das ist immer drunter, ist eine unglaubliche Tragödie eigentlich, ne? Das, und eine große Tragik und das ist für mich auch der totale Reiz, weil sonst wäre es ja irgendwie Oberfläche und lebensfern, aber dass das beides mitschwingt, das ist typisch für die Zeit, finde ich, und das wäre meine Hoffnung, dass das in der Serie auch so, weil wenn man sagt, ich hätte so gerne in der Zeit gelebt, hätte ich schon auch, aber natürlich dann nur in Ruhm und Reichtum, ne, und nicht irgendwie in der Mietskaserne im siebten Hinterhof. Deswegen, das gehört ja beides zu. Und nicht nach 33, ne? Also, ja, das sowieso nicht, aber also das gehört eben beides zu dieser Zeit, ne? Und das ist immer wieder wichtig. Das eine gab es nur durch das andere wahrscheinlich. Ja, genau, sehr schön, da haben wir schon die Überleitung zu Doris, die ja nochmal eine sehr viel brüchigere Figur ist als erstmal das als Gilgi, jedenfalls weniger optimistisch an ihr Leben rangeht, schon sieht, dass sie in dem bürgerlichen Leben eigentlich nicht weiterkommen wird, dass ihre Wünsche da in keiner Weise erfüllt werden können. Und wir hören jetzt drei Teile aus dem Kunstseidenen Mädchen. Relativ am Anfang, wo Doris ankommt in Berlin. Und das ist ja der Unterschied auch zu Gilgi, dass wir da einen Berlin-Roman haben, sozusagen, in dem die Stadt ja eine sehr große Rolle spielt in ihrem Versprechen, in ihren Farben, in der Vielfalt an Lebensmöglichkeiten. Da haben wir den Anfang und dann hören wir die Szene mit dem blinden Brenner, dem Nachbarn, den Doris dann trifft und dem sie dann Berlin erzählt, sozusagen Berlin schildert, wo sie sozusagen zur Kamera wird und ihm wiedergibt, was sie in Berlin sieht. Ja, ich mache mir nur ein bisschen Sorgen hier um mein müdes Mikro, was irgendwie immer weiter runter geht. Deswegen wollte ich nur kurz sicher gehen. Weißt du, weil sonst, glaube ich, mache ich auch immer so. Stimmt. Es hat heute seinen ersten Tag, das Mikro, deswegen. Ja. Entschuldigen wir es. So haben wir alle mal angefangen, Mikro. Kein Problem. Du, wir müssen mal gucken. Okay. Toll. Also, zweiter Teil, später Herbst und die große Stadt. Ich bin in Berlin, seit ein paar Tagen, mit einer Nachtfahrt und noch 90 Mark übrig. Damit muss ich leben, bis sich mir Geldquellen bieten. Ich habe Maßloses erlebt. Berlin senkte sich auf mich wie eine Steppdecke mit feurigen Blumen. Der Westen ist vornehm, mit hochprozentigem Licht, wie fabelhafte Steine, ganz teuer und mit so gestempelter Einfassung. Wir haben hier ganz übermäßige Lichtreklame. Um mich war ein Gefunkel und ich mit dem Fee.
Und schicke Männer, wie Mädchenhändler, ohne dass sie gerade mit Mädchen handeln, was es ja nicht mehr gibt. Aber sie sehen danach aus, weil sie es tun würden, wenn was bei rauskäme. Sehr viel glänzende schwarze Haare und Nachtaugen so tief im Kopf, aufregend. Auf dem Kurfürstendamm sind viele Frauen, die gehen nur. Sie haben sehr egale Gesichter und viel Maulwurfpelze, also nicht ganz erste Klasse, aber doch schick, so mit Beinen und viel Hauch um sich. Es gibt eine Untergrundbahn, die ist wie ein beleuchteter Sarg auf Schienen. Unter der Erde und muffig und man wird gequetscht. Damit fahre ich. Es ist sehr interessant und geht schnell. Es gibt auch Omnibusse, sehr hoch, wie Aussichtstürme, die rennen. Damit fahre ich auch manchmal. Zu Hause waren auch viele Straßen, aber die waren wie verwandt zusammen. Hier sind noch viel mehr Straßen und so viele, dass sie sich gegenseitig nicht kennen. Es ist eine fabelhafte Stadt. Und ich kam an auf dem Bahnhof Friedrichstraße, wo sich ungeheures Leben tummelte. Und ich erfuhr, dass große politische Franzosen angekommen sind vor mir. Und Berlin hatte seine Massen aufgeboten. Sie heißen Laval und Briand. Und als Frau, die öfters wartend in Lokalen sitzt, kennt man ihr Bild aus Zeitschriften. Und ich trieb in einem Strom auf der Friedrichstraße, die voll Leben war und bunt und was Kariertes hat. Es herrschte eine Aufregung. Also ich dachte gleich, dass sie eine Ausnahme ist. Denn so furchtbare Aufregung halten auch die Nerven von einer so enormen Stadt wie Berlin nicht jeden Tag aus. Aber mir wurde benommen und ich trieb weiter. Es war spannende Luft. Und welche rasten und zogen mich mit. Und wir standen vor einem vornehmen Hotel, das Adlon heißt. Und war alles bedeckt mit Menschen und Schubos, die drängten. Und dann kamen die Politischen auf den Balkon, wie schwarze, milde Punkte. Und alles wurde ein Schrei. Und Massen schwemmten mich über die Schubos mit auf den Bürgersteig und wollten von den großen Politischen den Frieden heruntergeworfen haben. Und ich habe mitgeschrien, denn die vielen Stimmen drangen in meinen Leib und durch meinen Mund wieder raus. Und ich weinte idiotisch aus Erschütterung. Das war mein Ankommen in Berlin. Und ich gehörte gleich zu den Berlinern so mitten rein. Das machte mir eine Freude. Und die Politischen senkten staatsmännisch und voll Wohlwollen die Köpfe. Und so wurde ich von ihnen mitbegrüßt. Und wir haben alle vom Frieden geschrien. Ich dachte, das ist gut und man muss es, denn sonst wird Krieg. Und Arthur Grönland gab mir einmal eine Orientierung, dass der nächste Krieg mit stinkendem Gas wäre, wovon man grün wird und aufquillt. Das will ich nicht. Und schrie darum mit zu den Politischen rauf. Und dann entstand eine allmähliche Zerkrümelung. Und in mir stiegen mächtige Gedanken und ein Drang, Bescheide zu erfahren über die Politik und was die Staatsmännischen wollten und alles. Denn Zeitungen sind mir da langweilig und ich verstehe sie nicht richtig. Ich brauchte jemand, der mich aufklärt. Und da wehte mir der Abschwall von der Begeisterung ein Mann zu. Und über uns war noch wie eine Käseglocke was von allgemeiner Verbrüderung und wir gingen in ein Café. Er war blass und hatte einen dunkelblauen Anzug und sah nach Neujahr aus, so als ob er sein letztes Geld an Briefträger und Schornsteinfeger verteilt hätte. Das war aber nicht der Fall. Er war bei der Stadt und verheiratet. Ich trank Kaffee und aß 3 Stück Nusstorte, eins davon mit Sahne, denn ich hatte gehörig Hunger. Und in mir war der Wunsch nach politischer Aufklärung. Ich fragte den dunkelblauen Verheirateten, warum die Staatsmännischen gekommen sind. Darauf erzählte er mir, seine Frau wäre 5 Jahre älter als er. Und ich fragte ihn, warum man nach Frieden schreit, wo doch Frieden ist oder wenigstens kein Krieg. Antwortet er mir, ich hätte Augen wie Brombeeren. Na, hoffentlich meint er Reife. Und ich hatte etwas Angst vor meiner Dummheit und fragte vorsichtig, warum wohl die französischen Politischen uns eben vom Balkon runter so erschüttert haben und ob man sich wohl einigt ist, wenn solche Begeisterung hin und her geht und ob nun bestimmt nie mehr ein Krieg kommt. Da antwortet mir der dunkelblaue Verheiratete, dass er Norddeutscher ist und darum so furchtbar verschlossen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass alle, die anfangen mit dem Satz, wissen Sie, ich bin ein so furchtbar verschlossener Mensch, es gar nicht sind und garantiert alles aus sich heraus quatschen. Und ich merkte, dass die Käseglocke von allgemeiner Verbrüderung sich hochhob und über uns fortschwebte. Und ich machte noch einen Versuch und fragte,
ob Franzosen und die Juden dasselbe wären und warum sie Rassen sind und von den Nationalen nicht gemocht werden wegen dem Blut und ob es ein Risiko wäre, von mir davon zu sprechen und wo unter Umständen die politische Ermordung einsetzt. Erzählt er mir, dass er seiner Mutter vergangene Weihnachten einen Teppich geschenkt hat und furchtbar gutmütig ist. Und er hat seiner Frau gesagt, dass es eine Gemeinheit wäre, ihm vorzuwerfen, dass er sich den Regenschirm gekauft hat aus Halbseide, statt den großen Sessel neu beziehen zu lassen, wodurch sie sich schämt, ihre Damen, worunter eine Professor ist, zum Kaffee einzuladen. Und dass er seinem Chef glatt vor den Bauch gesagt hat, der wüsste nichts. Und ich hätte ein Gefühl in mir, das er brauchte. Und er wäre ein Einzelner. Mensch und müsste immer die Wahrheit sagen. Und ich weiß, dass Leute, die immer die Wahrheit sagen müssen, immer lügen. Und ich verlor das Interesse an dem dunkelblauen Verheirateten, denn mein Herz war ernst und aufgeregt und hatte keinen Sinn für Liebesgetue ohne Sinn und Verstand mit einem Beamten von der Stadt. Und ich sagte ihm, einen Augenblick, und ging heimlich am anderen Ausgang raus. Und war traurig, dass ich keine politische Aufklärung hatte. Immerhin hatte ich 3 Stück Nusstorte, 1 davon mit Sahne. Das ersparte mir ein Mittagessen, was eine politische Aufklärung ja hinwiederum nicht getan hätte. Und es wohnt doch im Haus von uns unten Herr Brenner. Der kann nichts mehr sehen und keine Geschäfte und karierten Lichter und moderne Reklame und nichts. Und der hat die Augen verloren im Krieg. Und seine Frau ist sehr alt und böse. Und alles soll ihr gehören, weil sie alles verdient und plättet den ganzen Tag für Leute und näht so Wäsche. Wer trägt denn nur sowas ohne Schick? Und sie verdient sich ihren Mann. Und der kriegt gar nichts und nicht Unterstützung, denn er ist ein Elsässer und hat aber als Deutscher gekämpft. Und ist 40 und sitzt sehr trübe immer in der Küche und die Augen auf die Mauer, aber die sieht er ja nicht. Und so einen schönen Mund. Ich besuche ihn manchmal, wenn die Brenner mal fort ist, weil die mich nicht will. Die gönnt nicht den Fußsohlen von fremden Menschen, dass sich der Dreck von ihrem Fußboden dran festklebt. Und will keinen in ihrer Wohnung, was ihr Mann ist und die Küche. Und dann sagt er, wenn sie weint, dann denke ich, sie hat lange gelbe Zähne. Und fragt mich, hat sie lange gelbe Zähne? Ich sage, nein, sie hat kleine weiße Zähne, aber das ist nicht wahr. Aber es ist doch scheußlich, immer so eine Idee von so langen gelben Zähnen zu haben. Ich sammle Sehen für ihn. Ich gucke mir alle Straßen an und Lokale und Leute und Laternen. Und dann merke ich mir mein Sehen und bringe es ihm mit. Und ich sitze vor ihm auf dem Küchentisch und habe trotz Abwischen mit dem Stinklappen jetzt sicher wieder einen Fettfleck auf dem Popo, ist aber ein altes Kleid. Und habe meine Füße auf seine Knie gestellt, indem er vor mir sitzt. Und er streicht mir über meine seidenen Schienbeine. Er hat doch sonst so wenig Freude. Und da lebe ich in Berlin für mich erstens und dann für den Brenner. Fragt er mich, liebe Volksliederstimme, wo warst du heute? Ich war auf dem Kurfürstendamm. Was hast du gesehen? Ich habe gesehen, Männer an Ecken, die verkaufen ein Parfüm und keinen Mantel und Kesses Gesicht und graue Mütze und Plakate mit nackten rosa Mädchen. Keiner guckt hin. Ein Lokal mit so viel Metall und wie eine Operation, da gibt es auch Austern. Und berühmte Fotografen mit Bildern in Kästen von enormen Leuten ohne Schönheit, manchmal auch mit. Es kriecht eine Kakerlake. Es ist immer dieselbe und ein Mief in der Stube, werden wie eine Zigarette. Was hast du gesehen? Ich habe gesehen, einen Mann mit einem Plakat um den Hals. Ich nehme jede Arbeit und jede 3-mal rot unterstrichen. Und sehe das Kempinski mit edlem Holz und Taxis davor mit weißen Karos und Chauffeure mit eingeknicktem Kopf, weil sie ja immer warten. Und von innen Spiegel und was von Club und Menschen eilen. Und Vorgärten von Cafés, die sind ein Winter. Und drinnen Musik. Und auch mal Bars und ein großes Licht hoch über der Erde von Kupferberg Sekt. Und einer mit Streichhölzern und auf der Erde mit schwarzen Beinen.
quer übers Pflaster und Schachteln von Streichhölzern, die sind blau mit weiß und kleiner roter Rand. Was siehst du noch? Was siehst du noch? Ich sehe gequirlte Lichter. Das sind Birnen dicht nebeneinander. Frauen haben kleine Schleier und Haar absichtlich ins Gesicht geweht. Das ist die moderne Frisur, nämlich Windstoß. Und haben Mundwinkel wie Schauspielerin vor großen Rollen. Und schwarze Pelze und drunter Gewalle und Schimmer in den Augen und sind ein schwarzes Theater oder ein blondes Kino. Kinos sind ja doch hauptsächlich blond. Ich rase damit und in meinem Fee, der ist grau und weich und ganz rasende Füße. Meine Haut wird rosa, die Luft ist kalt und heiße Lichter. Ich sehe, meine Augen erwarten ein Ungeheures. Ich habe Hunger auf was Herrliches und auch auf ein Rumpsteak, so braun mit weißem Meerrettich und so Stäbchenkartoffeln, das sind in die Länge gezogene Bratkartoffeln. Und manchmal liebe ich ein Essen so, dass ich es in die Hand nehmen möchte und reinbeißen und nicht immer essen mit Messer und Gabel. Was siehst du noch? Was siehst du noch? Ich sehe mich in Spiegeln von Fenstern und dann finde ich mich hübsch und dann gucke ich die Männer und die gucken auch und schwarze Mäntel und dunkelblau und jüdisch. Dunkelblaue Mäntel sind jüdisch und im Gesicht viel Verachtung, das ist so bedeutend. Und sehe, da ist die Gedächtniskirche und mit Türmen so grau wie Austernschalen. Ich kann Austern essen, hochfein. Der Himmel hat ein rosa Gold im Nebel. Es treibt mich drauf zu. Man kann nicht ran wegen der Autos. Ein roter Teppich liegt im Betrieb, weil am Nachmittag eine blödsinnige Hochzeit war. Der Gloria-Palast schillert. Ein Schloss? Ein Schloss? Es ist aber Kino und Café und ein Berlin-W. Um die Kirche sind schwarze eiserne Ketten und drüben das romanische Café mit den längeren Haaren von Männern. Und da verkehrte ich einmal Abend für Abend mit einer geistigen Elite, was eine Auswahl ist, was jede gebildete Individualität aus Kreuzworträtseln weiß. Und wir bildeten alle einen Kreis. Und das romanische Café ist eigentlich nicht anzuerkennen und jeder sagt, Gott, dieses Lokal, wo diese herabgekommenen Literaten sitzen, man sollte da nicht mehr hingehen und gehen dann doch hin. Ich bildete mich ungeheuer und es war, als wenn ich eine fremde Sprache lerne. Und viel Geld haben sie alle nicht, aber sie leben. Und Teile der Elite spielen, anstatt von Geld haben, Schach, was ein kariertes Brett ist mit schwarzen und blonden Feldern. Könige sind auch dabei und Damen. Und es dauert lange. Das ist der Witz bei der Sache. Aber nicht bei den Kellnern, weil eine Tasse Kaffee nur 5 Pfennig Trinkgeld in sich birgt und das ist sehr wenig auf einen schachigen Gast von 7 Stunden. Aber es ist die billigste Beschäftigung der Elite, da sie umso wiederum nicht arbeitet und sich darum beschäftigt. Und sie ist literarisch und die literarische Elite ist ungeheuer fleißig mit Kaffee und Schach und Reden und noch so Geist, weil, dass sie sich vor sich selbst nicht anmerken lassen will, dass sie faul ist. Vom Theater sind auch welche und sehr bunte Mädchen, die ungeheuer sicher sind. Und ein paar ältere Männer von schwankender Figur, die haben mit Mathematik zu tun. Und die meisten sind wild drauf, gedruckt zu werden. Und schimpfen alle auf alles. Ich hatte in eine Materie zu dringen und habe mir eine Liste gemacht mit Fremdworten. Daneben schrieb ich, was sie heißen. Ich musste mir die Erklärung manchmal selber suchen. Die Worte machen sich gut, wenn man sie anwendet. Da saßen wir, alles Künstler unter sich. Manchmal gehen dicke Bäuche durch. Die gucken nur und gehören nicht zu. Wir verachten sie. Da legte ich meinen Kopf weit zurück, während sie reden, und werfe Blicke in die Luft und höre nicht zu. Und plötzlich presse ich meinen Mund ganz eng zusammen und dann leger auf, blase Rauch durch die Nase und werfe voll Gleichgültigkeit und eiskalt ein einzelnes Fremdwort in sie hinein. Weil nämlich alle einzelnen Fremdworte in Gespräche geworfen ein Symbol sind. Und ein Symbol ist das, was immer passt. Wenn man es mit Sicherheit macht, schämt sich jeder, es nicht zu verstehen. Bei einem Symbol kann einem gar nichts passieren. Aber ich habe sie dann nachher sehr überbekommen. Was noch? Was noch? Und
eine Ampel. Die wechselt grün und rot und gelb. So riesige Augen und Autos warten vor ihr. Ein blauer Mussolini, was ein bedeutender italienischer ist, mit einem fotografierten Gesicht wie eine Verkehrsordnung, hebt seine weißen Handschuhe. Dann fahren grüne Taxis in Massen und bunte, bessere Lackautos. Das ist ein blauer Schutzmann. Ich gehe die Tauen ziehen. Und Geschäfte mit rosa Korsetts verkaufen in einem auch grüne Pullover. Wieso? Und Krawatten und der gestreifte Bademantel eines Mannes im Fenster. Und ich gehe. Es sind braune Schuhe und ein Automatenrestaurant mit Walküren-Radiomusik und Brötchen wie ein Stern arrangiert. Und Delikatessen, wo man sich schämt, nicht zu kennen. In der Stadtküche. Und bei Zunz vorbei riecht es nach Kaffee und liegt klein und braun in südländischen großen schaligen Körben. Es ist ja alles wunderbar. Und breite Wege mit Schienen und gelben Bahnen. Und Menschen am KDW. Das ist so groß und mit Kleidern und Gold. Und an der Tür viele elegante kleine Hunde an Leinen. Die warten auf Damen. Die kaufen drin. Und enorm viereckig. Und ein kleiner Wittenberg-Tempel, da fährt unten im Bauch die Untergrund. Es leuchtet ein großes Riesen-U. Ich packe meine Augen aus. Was sah ich denn noch? Ich ging weiter die Ansbacher rein. Da funkeln Steine in einem Geschäft, welche heißen Amethyst, was sich doch direkt lila anhört, was? Und was noch? Was noch? So ein Mief in der Küche. Und wann kommt die Alte? Riecht so Berlin, fragt er, als ich ihm meine Puderquaste vor die Nase halte. Was noch? Was noch? In der Nürnberger, ein Lokal mit gerafften Gardinen und nur für Russen. Eine Tapete wie blaugefrorene Kirschen mit sonnigen Blumen, so lustig, und ein altes russisches Moskau als Bild und eine winzige Mutter Gottes in der Ecke. Und kleine Lampen, ein bisschen weiß und ein bisschen rot. Wenn einer sehr groß ist, stößt er mit dem Kopf an die Decke. Ich bin ganz allein und lerne die Speisekarte auswendig, wegen russischer Fremdworte, zu dem Klang einer Musik. Die Musik ist geblümt, wie ein Chiffonkleid, das immer schnell zerreißt. Überhaupt, Herr Brenner, sehen Sie, man sollte nie Kunstseide tragen mit einem Mann. Die zerknautscht dann so schnell. Und wie sieht man aus dann nach 7 reellen Küssen und Gegenküssen? Reine Seide. Und die Musik, was noch? Was noch? Reine Seide. Und Hubert küsste mich mal leidenschaftlich auf die Augen, vielmehr auf die Hautklappen darüber. Ich hatte da auf jeder Augenklappe so einen kleinen roten Fleck und Angst zu Hause. Ich durfte die Klappen nicht bewegen, sonntags, mittags beim Essen. Und ich gestiert, bis mir Tränen kamen. Was guckst du denn wie eine Verrückte, sagt mein Vater. Und ich immer die Augen starr. Und so stier gucke ich jetzt auch immer, weil ich so viel sehen muss. Ja, ganz herzlichen Dank. Frau Koen-Gebürtig, wir haben uns ja schon unterhalten über Verschiedenes und Sie haben ja schon mal erzählt, auch im Rundfunk, glaube ich, vor 2 Tagen, ja, wo Sie waren, dass Sie eigentlich erst spät realisiert haben, dass Ihre Mutter Schriftstellerin, ja, ist. Was ja erstmal verständlich und gleichzeitig erstaunlich ist, und dass Sie am liebsten Gilgi haben, ja, den Roman. Ab wann haben Sie denn gemerkt, dass Ihre Mutter Schriftstellerin ist? Haben Sie selber dann angefangen, Ihre Texte zu lesen? Oder kam das erst noch später? Das kam schon etwas später, dass ich angefangen habe, die Bücher zu lesen. Ja. Ja. Und wie war dann Ihre Erfahrung? Waren Sie erstaunt? Haben Sie gedacht, das passt zu meiner Mutter? Oder... Na, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Nein, nein. Ich habe die Bücher ja vor allen Dingen auch dann Gilgi ja schon auch mit Spannung gelesen und ja, war auch sehr begeistert davon. Okay, ja, genau. Also es war eine frühe Überzeugung, dass Ihre Mutter, ja, eine große Schriftstellerin ist. Ja, aha. Jetzt haben wir ja schon gehört, auch wie...
wie schwer der Bruch war für Irmgard Coyn, die so erfolgreich angefangen hatte, 31, 32 zu publizieren, die ja dann auch, wir hören ja noch einen Text von 35 und auch den Brief, den Sie lesen werden, wie arbeitsam sie doch weiter daran festgehalten hat, als Schriftstellerin tätig zu sein, obwohl sie ja in Deutschland nicht mehr publizieren durfte, schon relativ bald. Und auch wenn man in den Briefen liest, merkt man, wie wichtig das für sie war, eigentlich dieses Arbeiten, schreiben können, arbeiten können. Das brach dann ja in den 50ern mehr oder weniger ab. Haben Sie denn dann, wie war denn dann die Erfahrung, als sie dann schließlich doch wieder entdeckt wurde? War das ein großes Aufleben oder war da noch viel Bitterkeit auch darüber da, dass sie so lange vergessen worden war oder keine Chancen hatte, sich ins literarische Leben einzubringen? Nee, ich denke nicht. Gut, teils vielleicht ja, denn, habe ich schon öfters erzählt, Werner Höfer, der war ja recht erfolgreich und meine Mutter hat immer gesagt, er war ein Nazi, weil sie ihn selber in Köln-Braunsfeld gesehen hat, im Marienbildchen. Und der hatte so viel Erfolg, ja, mit seinem Frühschoppen und er war nicht der Einzige von den Nazis, die hochgelobt wurden. Und ich denke, das hat sie doch auch sehr deprimiert und auch mitgenommen. Ja? Sie hat es leider nicht mehr erlebt mit Werner Höfer. Der Stern hat es, glaube ich, Oktober 82 aufgedeckt. Ja. Spiegel oder der Stern. Ja. Und danach war dann, Gott sei Dank, Schluss mit Werner Höfer. Ja. Das heißt aber, sie hat schon noch auch unter der Kontinuität gelitten, die sozusagen nach dem Dritten Reich auch ja, sehr viel verdrängt hat, sehr viel vergessen hat, tabuisiert hat. Und genau. Sie werden ja jetzt uns einen Brief lesen von Irmgard Coyn, ein Brief aus einer neuen Briefauswahl, die Michael Bienert herausgibt, die leider noch nicht erschienen ist, eigentlich schon erschienen sein sollte. Ja. Das wird nochmal natürlich interessant, auch andere Facetten zu sehen von Irmgard Coyn. Und der Brief, den Sie gleich lesen werden, geht an den Schriftsteller Franz Hammer, eigentlich Franz Hammel. Aus dem Jahr 1935. Hammer war 3 Jahre jünger als Irmgard Coyn, hat auch begonnen als Schriftsteller und hat sich relativ geschickt an sie gewendet, sozusagen. Sie hat dann auch sehr freundlich geantwortet. Und der Brief ist sehr aufschlussreich, finde ich, weil er zum einen zeigt, wie eisern sie darum kämpft, zu veröffentlichen. Ja. Also wie sie immer wieder Texte an, ich glaube, sie hat eine Auswahl von 30 Zeitschriften gesammelt, an die sie Texte schickt. Das heißt, sie will unbedingt weiterschreiben, sie will weiter als Autorin präsent sein. Und gleichzeitig zeigt der Brief auch sehr schön, wie großzügig sie war. Dass sie also da ihre Möglichkeiten, ihre Tipps sozusagen weitergegeben hat. Also nicht System des Männerfangs, sondern System des Zeitschriftenfangs, könnte man sagen. Also wo kriegt man noch was unter? Und das ist eigentlich sehr eindrücklich, wie großzügig sie damit umgeht, denn natürlich war das ja eigentlich eine Konkurrenzsituation. Ja. Und Hammer selbst ist nach dem Krieg in der beginnenden DDR dann eine wichtige Person geworden im Literaturbetrieb. Der Briefwechsel ging auch weiter dann noch. Es gab auch die Idee, mal in Ost-Berlin länger zu sein. Das hat sie wohl dann zerschlagen für ihre Mutter. Ja. Aber jedenfalls war das ein Kontakt, der ein bisschen weiter ging und der Briefwechsel wird dann im Herbst erscheinen und kann man nur zum Weiterlesen empfehlen. Ja, Frau Coyn-Geburtig. Ja, Moselkern, Mosel, postlagernd, 3. September 1935. Lieber Herr Hammer,
Schon lange wollte ich Ihnen schreiben, aber es war so viel durcheinander. Seit 3 Wochen wollte ich täglich von Köln fortfahren und immer kam etwas dazwischen. Lauter Albernheiten und Kleinkram. Sie glauben nicht, wie glücklich ich bin, dass ich hier sein kann. In Köln konnte ich zuletzt gar nicht mehr arbeiten und war immer bedrückt und unfroh. So eine Stadt, in der man zu Hause ist und lange gelebt hat, kann für einen plötzlich so was Graues, Abgebrauchtes, Leichenhaftes bekommen. Alle Menschen werden einem ekelhaft und darum wird man selbst es ihnen natürlich auch. Hier finde ich jetzt alles heiter und schön. In Köln habe ich zuletzt alles getan, um mich zu ärgern. Jetzt bleibe ich vorläufig hier. Und dann will ich im Spätherbst nach Frankfurt. Wenn es nur mit dem Arbeiten und Geldverdienen klappt. In Köln kann ich bei meinen Eltern leben. Die sind sehr lieb und gut, haben sogar Humor. Trotzdem ist mir Köln grässlich und ich will nicht zurück. Da muss ich natürlich Geld verdienen, um leben zu können. Sie wissen ja, wie schwer das für uns heute ist. Man muss furchtbar fleißig sein und unermüdlich. Aber dann geht es schon. Wissen Sie, wie ich meinen Betrieb aufgebaut habe nach dem Umsturz? Ich habe an 100 Zeitungen Karten geschrieben, ob sie Interesse an Kurzgeschichten, Novellen, Skizzen hätten. Da habe ich ca. 20 Antworten bekommen. Und dann habe ich ganz mechanisch Sachen hingeschickt. Manchen habe ich 7 Sachen geschickt und immer zurückbekommen. Die 8. haben sie dann manchmal genommen. Im Laufe der Zeit haben sich dann ein paar gute Verbindungen ergeben. Fehlhagen und Klassings Monatshefte, Berliner Lokalanzeiger, Frankfurter Zeitung, noch von früher her. Und für die Nachdrucke Hannoversche Anzeiger, Pommersche Tagespost, seit 14 Tagen verboten. Königsberger Allgemeine, die Basler Zeitungen und so weiter. Ich schreibe Ihnen das, weil wir doch in recht gleicher Lage sind und weil Sie mein System vielleicht noch nicht versucht haben. Wenn Sie wollen, schicke ich Ihnen mal eine Liste von ca. 50 bis 60 Zeitungen, die ich im Laufe der Zeit aussortiert habe. Bei denen müssten Sie mit einer Postkarte anfragen und dann immerzu per Drucksache schicken. Es dauert ein bisschen, ehe ein gutes Ergebnis kommt. Und wenn man nicht nachlässt, kommt man nach einigen Monaten doch auf einen Nettoverdienst von monatlich 100 Mark. Das ist für viele natürlich furchtbar wenig, aber ist doch eine Grundlage. Es genügt, wenn man 3 bis 4 Geschichten oder Artikel im Monat schreibt. Man muss nur den Betrieb richtig organisieren. Meiner Freundin ging es genau wie Ihnen, aber jetzt ist es soweit, dass sie leben kann, wo sie will. Und beide schreiben wir auch einen neuen Roman. Sehen Sie, wenn man jetzt viel verdienen wollte, müsste man wohl Konzessionen machen. Aber ich weiß aus eigener und fremder Erfahrung, dass man für, bis zu einem Monatseinkommen von 200 Mark bis jetzt noch keine Konzession machen brauchte. In unserem Sinne. Ich hätte ganz gern 300 Mark. Aber mir liegt nicht das Geringste dran, mehr zu haben. Und mit 100 bis 150 habe ich auch keine Sorgen und Depressionen. Wenigstens wegen Geld nicht. Kommt es Ihnen dumm vor, dass ich Ihnen so schreibe? Ich habe nur oft über Ihren Brief nachgedacht. Passen Sie mal auf. Wenn meine Mutter mir nächstens den Karton mit meinen Manuskripten nachschickt,
dann schicke ich Ihnen mal alle die Fehlhagenhefte in denen, was von mir ist. Die anderen habe ich ja nicht. Sie können dann sehen, was diese Leute brauchen. Und wenn Sie unter Ihren Sachen was Geeignetes finden, dann schreibe ich an die Leute da, dass sie Ihnen was schicken und so weiter. Mit meiner Freundin habe ich es auch so gemacht. Und jetzt bringen Sie schon innerhalb eines halben Jahres die dritte Sache von ihr, von Scholle und dampfenden Pferdeäpfeln und anderen Konjunkturgegenständen, braucht man da gar nicht zu schreiben. Das mit der Stubenfliege finde ich übrigens gar nicht so schlimm. Warum putzt sie sich eigentlich ihre Beine? Jetzt habe ich die ganze Zeit über so materielle Dinge geschrieben, aber sie sind ja nun mal wichtig. Um arbeiten zu können, muss man doch genug zum Leben haben. Verstehen Sie, ich kann heute so wenig helfen, aber das Wenige sollte nun doch versuchen. Ich möchte gerne etwas von Ihnen lesen. Ich hoffe sehr, dass es mir gefällt. Sie haben es gut und richtig verstanden, dass mein bunter Erfolg kaputt gemacht wurde, war für mich ganz gesund. Aber notwendig war es nicht für mich, weil ich mir wenig draus machte. Ich muss ja immer über alles lachen und der eigene Erfolg war mir auch nicht heilig. Nur das graue Wirrwarr macht traurig. Was könnte man nur tun? Immer nur schreiben? Was meinen Sie denn? Man muss doch was tun. Ist Warten eigentlich was Sinnvolles? Wissen Sie, ich glaube doch, dass es richtig ist, neben den Unterhaltsarbeiten das zu schreiben, was man glaubt, was man wünscht, was wahr ist und fort soll. Was wahr ist und bleiben soll, tut es ohnehin. Und was wahr werden soll, Upton Sinclair. Ich kenne zu wenig von ihm. Vor Jahren habe ich von ihm gelesen. Nichts kann ich darüber sagen. Aber ich denke, dass es in seinem Sinne ist, zu versuchen, sich Gehör zu verschaffen, solange man lebt. Wenn Sie ein Upton Sinclair sein wollen, dann müssen Sie Ihre Romane da schreiben, wo sie sofort gedruckt werden können. Oder Sie müssen sich hier verkleiden. Upton Sinclair sagt, ein lyrisches Gedicht wäre Propaganda. Na und? Von mir aus. Jeder Effekt setzt Wunsch und Zweck voraus. Aus Selbstverständlichkeiten machen diese Amerikaner aufgebauschte Fragezeichen, Üblichkeiten, ist mir vertrauter. Dostojewski liebe ich und schäme mich oft vor ihm, ohne böse zu werden. Genug für heute. Ein hartherziger, kleiner Zirkus ist angekommen. Da will ich jetzt hin. Bitte schreiben Sie mir, ob Sie den Brief bekamen, weil ich nämlich Ihre Adresse nicht mehr genau weiß. Gute Wünsche, Irmgard Coin. Und unten, wie alt sind Sie eigentlich? Ich bin 26. Wie die Zeit vergeht. Damit Sie sehen, dass ich auch Stubenfliegen schreibe, schicke ich Ihnen die gestern geschriebene Geschichte. Bitte gleich zurück, ja? Ganz herzlichen Dank. Das ist ja wirklich ein sehr aufschlussreicher Brief. Ein ganz bisschen klingt ja doch Doris aus dem Kunstseidenen Mädchen so an, aber nur so kleine Anklänge, die Frage nach dem Alter, nach dem Gegensatz Zirkus, was Spaß wäre und dann Dostojewski. Also das sind ja auch extreme Spannungen, die sie da in sich scheint hatte. Ja. Und dann noch meine letzte Frage. Erinnern Sie sich denn auch an Lektüren Ihrer Mutter?
Also dass Sie dann viel, jetzt haben wir ja Dostojewski gehört, ich habe schon gesagt Strindberg, also Sie, Upton Sinclair, wurde erwähnt. Hat sie viel gelesen? Ja, sie hat schon gelesen, ja. Aber Hemingway mochte sie auch. Und dann hat sie mir vorgelesen. Ah ja. Ja. Das heißt, sie hat dann viel Kinderbücher auch gelesen, ja. Kinder-Jugendbücher. Ja. Ja. Kästner zum Beispiel. Erich auch, Kästner? Ja. Ja, ja. Aha, aha. Ja. Ja, spannend. Ja, genau, wir sind schon ziemlich weit gediehen und sind jetzt sozusagen kurz vor unserem letzten Text, eine eben der im Brief erwähnten Skizzen, nämlich der schon angekündigte Text, er liebt mich nicht, ich räche mich. Also einer dieser Texte, mit denen sich Irmgard Keun ja noch lange über Wasser gehalten hat oder unter anderem über Wasser gehalten hat, die sie an Zeitschriften geschickt hat. Und auch hier geht es wieder in sehr raffinierter und ironischer Weise um Liebesthematik, gleichzeitig aber auch in einer sehr reflektierten Weise darum, was schreibt man eigentlich darauf hin? Also auf bestimmte Leseerwartungen, auf bestimmte Lebenserwartungen und wie entsteht das Genre des Kitschromans? So ist ja der volle Titel, ich habe ihn gar nicht hier, aber Sie werden ihn gleich sicher lesen. Der Text ist jetzt ein bisschen später, wir sind 1935, aber noch vor der Emigration. Also es ist noch nicht ganz so schwer die Zeit geworden für Irmgard Keun, aber natürlich, wie es ja auch im Brief anklang, ist schon im Grunde ihr ganzes Leben weitgehend zerbrochen und sie hat sich damit sehr viel zäher Entschlossenheit versucht, weiter durchzuschlagen, hat ja dann auch die Emigration erst in Belgien und Holland überstanden, dann inkognito sozusagen in Deutschland weitergelebt bis 45, also unter wirklich dramatischen und natürlich sicher sehr beängstigenden Umständen. Aber dieser schöne Text ist noch davor, vor der Düsternis. Ja, mir ist jetzt das passiert, wirklich, wovor ich immer Angst habe bei einer Lesung. Ich finde es toll, dass Sie alle dabei sein dürfen. Ich habe das letzte Blatt nicht dabei. Ey, das ist ja wirklich, also... Ich habe nur Band 1 mit... Wieso habe ich denn das nicht? Das ist der in 2 ist. Und draußen die Buchhandlung hat auch kein... Draußen sind keine Bücher... Keine Buchhandlung. Ich kann es nicht auswendig, leider. Nee, sonst, ich auch nicht. Bitte, ihr müsst es jetzt auftreiben. Wieso habe ich denn das nicht? Vielleicht ist es oben in meiner Tasche. Ich fange jetzt auch nicht an, ey, weil wenn ich da mittendrin aufhören muss, das wäre furchtbar peinlich. Nee, ist nicht. Ist soll ich gar nicht noch mal schlimm. In meiner Tasche gucken? Ja. Warte mal, wo bin ich denn hergekommen? Ach so, hier. Ja, es muss so sein bei Lesung. Sag mal was. Nee. Ja, das ist dumm. Ich habe Band 1 dabei, aber nicht Band 2. Mal beide mitgebracht. Ja, gerne, klar. Das wäre auch klar, das wäre. Genau, ja. Ja. Das ist der ja wirklich ja. Wunderbar auch kommentiert ist. Ja. Und, also ja. Auch mit Nachwort und so. Und so unendlich günstig. Ups. Das war das. Ist nur eine Flasche umgefallen, glaube ich. Ja. Dann machen wir den Text einfach kürzer, oder? Ja, dann ist er. Ja, genau, er ist ja auch sozusagen so in Abschnitten. Genau, das kann man machen. Dann fehlt der letzte Abschnitt. Ja. Darf dann jeder die Ausgabe kaufen und zu Hause weiterlesen. Genau. Genau. Hausaufgabe. Dann
Ja, oder wir haben gesagt, der Schluss ist Hausaufgabe. Muss dann zu Hause gelesen werden. Gott sei Dank wird es nicht gefilmt. Ja. Das wäre jetzt peinlich. Das glaube ich nicht. Wie kann einem sowas passieren? Oh nein, na gut. Was mache ich jetzt? Ich lese jetzt einfach, ja, was ich habe. Ja, einfach lesen, genau. Und genau. Den Rest, den improvisieren Sie einfach. Ja, okay. Dabei ist es mein Lieblingstext. Oh. Also Sie müssen den bitte, bitte alle zu Hause zu Ende lesen, ja? Genau. Das ist nämlich der Trick. Sie müssen sich jetzt die Werkausgabe kaufen und dann... Also gut, ich lese jetzt, was ich habe. Er liebt mich nicht, ich räche mich. Unglückliche Liebe als Ursprung des Kitschromans. Man ist erwachsen. Man hält sich für sehr vernünftig, für sehr gefestigt. Man könnte in Augenblicken hohen Selbstgefühls die ganze Weltkugel sanft und gütig lächelnd streicheln. So überlegen ist man. Und dann passiert es einem, dass man sich verliebt. Aus ist's mit der Überlegenheit. Langsam und sicher sackt man ab in die große Menge der ehemals Belächelten, die voll Wirrnis und Dummheit sind. Man begreift es nicht. Er ist nicht schön, er ist nicht klug, er ist nicht berühmt. Man ist viel zu schade für ihn. Tausende gibt es wie ihn. Tausende? Es gibt nur ihn. Keiner kann ihn ersetzen. Man ist angewiesen auf ihn. Man ist abhängig von ihm mitsamt dem eigenen Wohlbefinden. Man vergisst Ehrgeizwünsche und Alltagswünsche in dem einen großen Wunsch, er soll auch in mich verliebt sein. Man ist sehr geneigt zu glauben, was man wünscht. Und tausendfach sind die Beweise. Er ist verlegen, er ist verliebt. Er ist unbefangen, er ist verliebt. Er meidet mich. Ha, er ist verliebt. Er sucht mich auf. Er ist verliebt. Er ist verliebt und man ist glücklich. Man ist sehr geneigt, allzu großem Glück zu misstrauen. Und tausendfach sind die Beweise. Er ist verlegen. Er ist nicht verliebt. Er ist unbefangen. Er ist nicht verliebt. Er meidet mich. Er ist nicht verliebt. Er sucht mich auf. Er ist nicht verliebt. Er ist nicht verliebt und man ist unglücklich. Im Übrigen macht man alles falsch. Man ist sentimental, wenn man verständig sein sollte. Man ist melancholisch, wenn man fröhlich sein sollte. Man ist bitterhart, wenn man weich sein sollte. Ach, man mag sich selbst gar nicht mehr leiden. Wie soll ein anderer einen da leiden können? Es bleibt einem nichts erspart. Man sieht ihn mit einer fremden Frau. Gott gebe, dass man sie hässlich finden könnte. Aber sie ist nicht hässlich. Man ist verzweifelt. Die Freundinnen schütteln den Kopf, was wir haben, und sagen, sie verstünden uns nicht. Er ist nicht schön, er ist nicht klug, er ist nicht berühmt. Tausende gibt es wie ihn. Man ist viel zu schade für ihn. Natürlich ist man zu schade für ihn. Schluss, Punkt, aus. Die Sache ist für mich erledigt. So, und nun fängt die Sache erst richtig an und nimmt kein Ende. Man ist vernünftig, sachlich, stolz und fern von allem Kitsch. Ist man? Ich habe keine Zeit zum Nachdenken. Ich muss von Rache träumen. Morgens, wenn ich aufstehe und abends, wenn ich schlafen gehe und in der ganzen langen Zeit zwischen Aufwachen und Einschlafen träume ich von Rache. Der dumme Kerl interessiert einen ja gar nicht mehr. Man denkt nur an nichts anderes. Rachebild Nummer 1. Ich bin unerhört schön. Meine Haare sind wie gesponnenes Gold und meine Augen sind groß und leuchtend wie Kegelkugeln, die alle Neune treffen. Außerdem singe ich in einer ganz großen Oper die Tosca oder die Butterfly. Es braucht übrigens nicht gerade Puccini zu sein. Hauptsache, eine Stimme wie meine hat es noch nie gegeben. Carusos Sang war gegen mein Singen das Krächzen einer unterernährten Nebelkrähe. Ich trage eine weiße Lockenperücke, die mir hinreißend steht, und singe. Das Publikum weint und schluchzt in süßem Leid, in unendlichem Glück. Ein Logendiener ertrinkt beinahe in der Tränenflut und die Feuerwehr denkt an kein Retten, sie hört nur meine Stimme. Ein Augenblick lang herrscht tiefes, ergriffenes Schweigen. Und dann donnert der Applaus los wie der Weltuntergang selbst. Man schreit immer wieder meinen Namen. Meine Partner zerren mich vor die Rampe. Ich verneige mich matt, lieblich und unendlich bescheiden.
Angesichts meiner hinreißenden Erscheinung nimmt der orkanartige Beifallssturm kein Ende. Der 70-jährige Heldentenor sagt, es erinnerte ihn fast an seinen Erfolg als Postillon von Longjumeau. Dann bricht er von Neid zusammen. Blumen bedecken mich wie den Leichenwagen eines verstorbenen Gangsterkönigs. Ganz hinten, auf dem billigsten Platz, steht er und starrt zu mir empor. Später sucht er in meine Garderobe zu dringen. Meine Garderobiere sagt, die gnädige Frau empfängt keine Besuche. Er kniet draußen vor der Tür und flüstert durch die Spalte, ich habe dich immer geliebt. Ich lache nervös. Wie kann ein Mann sich nur auf eine so alberne Art erniedrigen? Außerdem lebe ich nur meiner Kunst. Vor dem Theater wartet die jauchzende Menge auf mich. Man trinkt mir das Benzin aus meinem Mercedeswagen, um mich später auf den Schultern in mein palastartiges Palasthotel zu tragen. Er aber kniet vor der Garderobentür, bis er beinahe den Hungertod stirbt und, apropos sterben, Rachebild Nummer 2. Ich sterbe. Ich bin unerhört schön und sitze auf einer einsamen Waldesbank. Träumerisch und unendlich reizvoll sinne ich dem Rauschen des Waldes nach. Ich trage ein frisch fröhliches Dirndlkleid, das mir bezaubernd steht. Da kracht ein Schuss. Ganz egal, ob er bisher gejagt hat oder nicht, in meinem Traum hat er zu jagen. Und der Schuss, der dem Reh galt, hat mich zu treffen. Malerisch und auf den Tod verwundet liege ich im Rasengrün. Er kommt und nimmt mich in die Arme. Ich habe selbstverständlich nur noch wenige Atemzüge zu leben. Ich schlage meine wundervollen Augen auf und er erkennt mich. Du, stammelt er. Jeder Frau der Welt würde dieses Du durch und durch gehen. Ich bleibe kalt und mein Lächeln hat nichts mehr von dieser Welt. Gießbächen gleich fließt sein Tränenstrom und durchweicht seine Kleidung und das erschossene Kaninchen, das er mit sich führt. Meine bleichen Lippen öffnen sich. Sie werden sich erkälten, lieber Herr. Gehen Sie nach Hause und ziehen Sie sich trockene Kleider an. Meine blühende Jugend ist dahin. Ich schließe meine herrlichen Augen für immer. Stirb nicht, Geliebte, schluchzt er fassungslos und klemmt mir in Ermangelung eines Kissens unter meine goldblonden Seidenlocken das Kaninchenfell. Und apropos Kaninchenfell, Rachebild Nummer 3. Ich trage ein Hermelin-Cape. Ich bin unerhört schön und mit einem überaus mehrfachen Millionär verheiratet, der mich fabelhaft kleidet. Ich sehe bleich und stolz aus und bin zwar reich, aber unglücklich. Mein Gatte, der Millionär, hat entscheidenden Einfluss auf 7 Erdteile, weil mir 5 Erdteile nicht genügen. Er liebt mich bis zum Wahnsinn und legt mir diese 7 Erdteile sowie andere Kleinigkeiten zu Füßen. Er ist so elegant, dass der Prinz of Wales ihn mehrfach bat, seine abgelegten Kleider auftragen zu dürfen. Meines Gatten Güte ist grenzenlos und ich liebe ihn aus Mitleid. Wenn er mir mal links und rechts ein paar um die Ohren haute, wäre mir vielleicht wohler. Aber er ist edel und ich bin auch edel. Edel bin ich übrigens immer. Ein Schwarm von Verehrern ist ständig um mich. Es handelt sich um die märchenhaftesten Männer aus allen Ländern, die mich alle rasend lieben. Natürlich hoffnungslos und in allen Ehren. Wir sitzen auf einer feenhaften Luxus-Hotelterrasse. Ein bleicher, zerlumpter Mann bietet Streichhölzer an. Es ist er. Mon chéri, sag ich zu meinem Gatten, gib dem Mann 3 Mark. Ich verzichte dafür gern auf die königliche Yacht, die du mir kaufen wolltest. Mein Gatte, in seiner grenzenlosen Güte, gibt die 3 Mark und sagt vornehm zu mir, aber, Madame, deswegen brauchen Sie doch auf die Yacht nicht zu verzichten. Sie treiben die Aufopferung zu weit und gehören zu den Heiligen, die imstande sind, ihr letztes kostbares Modell Crêpe de Chine-Hemd vom Leibe zu schenken. Und er lässt sich vom Hotelboy den Arm bieten und schreitet zur Telefonzelle, um persönlich und telefonisch den Kauf der Yacht zu besiegeln. Ich bin allein mit ihm. Er sinkt vor mir nieder und birgt sein heißes, aber unrasiertes Gesicht in meinen rasend teuren Hermelinpelz. Ich erfahre, dass er die fremde Frau geheiratet hat und unsagbar unglücklich mit ihr geworden ist. Seine Gedanken walten immer bei mir.
Jetzt, da er mich in Schönheit und Glanz sah, kann er nicht mehr ohne mich leben. Ich soll mit ihm fliehen und alles im Stich lassen. Mir zuliebe würden ihm Riesenkräfte wachsen und gar bald könne er mir die gesellschaftliche Stellung einer mittleren Beamtengattin bieten. Ich neige mein stolzes Haupt und lächle müde. Zu spät, mein Herr. Mit einem anderen könnte ich Elend und Armut wohl teilen. Und apropos Armut, Rachebild Nummer 4. Ich bin arm, ich bin unerhört schön, wenn auch hinfällig und elend. Ich trage ein Umschlagtuch, das mir rührend lieb steht. Meine Schuhe sind zerschlissen und bieten Teile meiner makellosen, schneeigen Füße den Blicken der rauen Menschheit dar. In stillem Heldentum schlage ich mich tapfer und mehr schlecht als recht durch. In meinem ärmlichen, aber reinlichen Dachkämmerchen habe ich zusammen mit einem mir treu ergebenen K. Bindestrich. Was kommt jetzt wohl? Kanarienvogel. Pipapo. Ja, also das hier endet leider dieser Text für heute. Ein Bild und dann trifft sie ihn nochmal und ist verliebt. Nee, eben nicht und kann auch nicht singen. Das finde ich auch mal so lustig. Wie gesagt, ich kann leider nicht singen. Das nur anbei. Ja, keine gute Tat bleibt ungestraft. Und deswegen meinte Christian Hippe, ich sollte das jetzt hier offiziell beenden. Mit diesem doch, wie ich finde, sehr, sehr, sehr schönen und auch erheiternden Abend, wie wo wir mit Coyne betreffend, ihre Biografie betreffend, eben ja, mit dem Ausblick eben eigentlich schließen auf etwas Trauriges und nicht so Schönes. Bedanken möchte ich mich bei allen Teilnehmenden dieser Coyne-Woche. Ich habe das vor einem Jahr das Konzept geschrieben, das wurde jetzt mehrfach schon gesagt und das ist dann natürlich ähnlich, stelle ich mir das zumindest vor, wie bei einem Regisseur oder Regisseurin in meinem Fall. Man imaginiert sich das so, was man alles machen möchte, man hat so eine Bühne geistig vor sich und dann stellt man so Personen drauf und die und den und den und der auch noch und dann kommen die tatsächlich wirklich eine Woche lang alle und das ist einfach total klasse und dafür möchte ich mich natürlich bei Ihnen dreien erst einmal noch heute Abend und bei allen anderen auch bedanken, natürlich auch beim Literaturforum, dass das Ganze möglich gemacht hat. Vielen Dank und ja, einen schönen Abend für Sie.